Ach so, ich dachte, oben wären Türen. Dem ist aber nicht so. Was sind denn eigentlich die Herausforderungen? Führe 5 Schraubverschluss-Glory-Kills bei Besessenen aus. Rechten Unterschenkel oder Kopf von hinten. Rechter Unterschenkel oder Kopf von hinten, okay. Interagiere mit 2 Runenprüfungssteinen. Wie viel gibt es denn? 2, also alle beide finden. Und finde 2 Sammlerstücke. Willkommen bei der UAC. Errichtet mit Blut. Schwein. Okay, ich gehe erstmal da lang, weil da nichts ist. Ich muss unbedingt hier gucken, weil hier nichts ist. Oder? Ja, haben wir mal gesehen, wo nichts ist. Ne? Ist ja auch interessant. Könnte man einen ganzen Vergnügungspark mit aufmachen, der wo nichts ist. Vergnügungspark. In dieser riesigen Einrichtung. Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Ach ja? Ich verstecke mich auf dem Klo. Die haben jetzt 125 Rüstung. Oh. Mit Bewegungssensor. Die nicht. Oder? Doch auch. Cool. Ich kann es leider nicht sehen im Spiegel. Überhaupt nicht. Gar nicht. So. Hier wurde was von Dämonenpräsenz gesagt. Ich bin der Kammerjäger. Ich mach was. Ich kümmere mich drum. Was ist das? Was sind das? Die Damentoiletten? Was ist das denn da? Oh. Tja. So muss es sein, wenn man nur Scheiße im Kopf hat. Hilfe. Einfach mal wild auf fremden Toiletten rumspülen. Mhm. Hallo Kollegen. Was machen die da drin? Kommen wir da rein? Wahrscheinlich von da hinten aus, ne? Notfallsperrung. So, was haben wir denn jetzt hier? Was nicht, wir sollen ja den Schraubverschluss-Dings. Rechtes Bein. Das ist doch nie im Leben der Schraubverschluss-Dings. Warte mal. Will ich das aber mal gucken? Hä? Das sind die falschen, oder? Dämonenpräsenz eliminiert. Abregelung aufgehoben. Bei Besessenen. Welche waren denn jetzt? Warte mal, welche sind denn die Besessenen genau? Monster. Besessener. Das sind doch die. Hm. Naja. Was? Bereichsabriegelung aktiv. Das brauchen wir nicht. Was war denn hier? Oh. Geschenkt. Dankeschön. Dann nehme ich jetzt Muni. Obwohl, warte mal. Hier haben wir jetzt 4, da 3, da 3. Gesundheit oder Muni? Erstmal Muni. Ich dachte, wir hätten... Naja, ich habe mich einmal vertan. Ist ja egal. Mit irgendjemandem startet es ja immer zum ersten Mal. Also wiederhole, ich rede scheiße. Oh, guten Tag, ihr seid doch die... Du bist ein Besessener. Definitiv bist du ein Besessener. Komm mal her. Komm mal ran, Junge. So. Wer macht der aber das? Was soll ich denn da machen? Rechten Unterschenkel oder Kopf von hinten? Mach ich doch. Wer macht der aber nur das? Rechter Unterschenkel. Schraubverschluss Glory Kills bei Besessenen. Rechter Unterschenkel oder Kopf von hinten. Komm du nochmal her? So. Sehen sich die Gesichter dieser außergewöhnlichen Frauen. Sie sind die besten und klügsten Köpfe, die ergebensten Mitglieder des UAC-Glaubens.
Sie haben sich das Innere des UFC-Glaubens zu eigen gemacht. Eine Welt der Macht. Auferstanden aus dem Feuer. Ihre bedingungslose Arbeit und Hingabe haben Ihnen einen Platz in der Halle der Helden eingebracht. Tun Sie alles dafür, dass unser Schicksal wahr wird? Arbeiten Sie noch härter und vielleicht schaffen auch Sie es auf die Wand der Helden. Die Wand der Helden, na, die gucken wir uns natürlich mal an. Olivia Pierce, so sah die aus, Leiter der Lazarusabteilung, die Rangauszeichnung. Wo kommst du denn her? Der Arsch der Energie und der Verwaltung der Jugend führt uns in das nächste Zeitalter der Menschheit. Huch. Jackie A. Paris, Gewinner der Glaubensauszeichnung. Anna Wolkow, aufstrebender Fürsprecherauszeichnung. Ganz viele Namen. Ob das das Entwicklerteam ist? UAC-Komplex für fortgeschrittene Forschung. Wir erkennen die Handlichkeit der Wissenschaft und die Wissenschaft noch mehr Namen. Und hier haben wir noch Steven Seraphin, Service-Auszeichnung, Glaubensauszeichnung, Führungsauszeichnung. Kate Collins, Brian Young. Noch mehr. Samuel Hayden. Gründerverdienstmedaille. Sehen Sie sich die Gesichter dieser außergewöhnlichen Frauen und ich rede. Sie sind die besten und klügsten Kerle. Issa E. Choi und John R. Bryden, Güterauszeichnung, Lebenswerkauszeichnung. Sie haben sich Glaubens zu einem gemacht. Eine Welt der Macht, auferstanden aus dem Feuer. Ihre bedingungslose Arbeit und Hingabe haben Ihnen einen Platz in der Halle der Helden gebracht. Tun Sie Boah, schon wieder so einer. Du nervst überhaupt nicht, Typ. Oh, scheiße. Ist. Wir haben nicht genug Anwärter und ohne Gläubige ist unser Glaube nichts. Ohne sie können wir unsere Arbeit nicht fortführen. Und was für Arbeiten sind das, Olivia? Ich habe seit Monaten keinen Bericht mehr von deinem Team erhalten, oder? Ich hoffe, du kannst Abstand wahren und die Situation kontrollieren. Natürlich. Ich glaube an unsere Arbeit. Aber... um Fortschritte zu erzielen, müssen wir noch größere Opfer bringen. Das ist kein Fortschritt, das ist Irrsinn. Der Vorstand hat Verständnis für die spezielle Art von Arbeit, die du hier vorantreibst. Und alle wissen, was diese Opfer für die Menschheit bedeuten. Aber dein Urteilsvermögen ist getrübt. Samuel Hayden war nicht einverstanden mit Olivias Forschung. Ich gucke, ist aber nix. Da haben wir noch ein Dossier oder ein Kodex. Willkommen, Fürsprecher der Stufe 3. Sie haben die nächste Gedankenstufe erreicht. Ihre bisherigen Vorstellungen werden durch die Wissenschaft gereinigt und Sie sehen die Dinge nun, wie sie wirklich sind. Die Macht der Argent-Energie unter Verwaltung der UAC wird uns in das nächste Zeitalter der Menschheit führen. Keine Geheimnisse mehr. Ihre Reise zur letzten Stufe beginnt jetzt. Unser Wissen über die pandimensionale Existenz wächst mit jedem Tag. Je mehr wir die wahre Macht verstehen, die aus der Hölle strömt, desto mehr verwandeln wir uns in etwas, das viel größer ist als alles, was wir jemals für möglich gehalten hätten. Ihr Leben als Fürsprecher der Stufe 3 besteht aus mehr als nur Arbeit. Das spirituelle Verständnis, wer wir sind und was wir werden sollen, wächst mit jedem Artefakt, das sie... Moment. Das sie katalogisieren, mit jeder Waffe, die sie schaffen und mit jedem Ungläubigen, den sie bekehren. Die Angst vor der Hölle zeigt sich als das, was sie ist. Eine falsche Emotion, die real erscheint. Sie aber haben ihren Geist geöffnet.
Okay. Lokale Sicherheit gering, fortfahren auf eigene Gefahr, Bereich entriegeln. Ja, was soll denn schon passieren? Nix, siehste? Zugang gestattet. Freigabe erfolgt, bla bla. Was? Mit gelbem oder höherem Zugriff. Wir behalten die Karten, oder? Behalten wir die? Nee. Gut, da geht's jetzt weiter. Ich kann aber trotzdem mal einen Blick auf die Karte werfen. Oh, guck mal. Scheibenkleister, da hinten ist noch was. Da ist ein Geheimgang, da ist ein Geheimgang. Wir müssen nochmal zurück. Sehen Sie sich die Gesichter dieser außergewöhnlichen Frauen und Männer an. Ach, Mist, das ist das hier. Das ist gar nicht geheim. Gelb oder höherem Zugriff. Ist das eine gelbe Tür? Das ist doch keine gelbe Tür hier. Die wird doch markiert. Das kann man mal benutzen. Dankeschön. Hm. Wie kriegt man diese Tür denn auf? Hier irgendwo? Nee, ne? Wie geht die denn auf? Bereichsabriegelung aktiv. Aber die haben wir doch gerade schon inaktiv geschaltet. Deckkontrolle? Aber hier war auch nichts. Nee, das ist dahinter einfach. Dahinter. Komisch. Vielleicht kommen wir da später nochmal dran. Ich hoffe es. Freigabe erteilt der zuständige Sicherheitsoffizier. Ja, Sie haben sich das Innerste des USC-Glaubens zu eingemacht. Der zuständige Sicherheitsoffizier. Sieht hier irgendjemand aus wie der zuständige Sicherheitsoffizier? Dämonenpräsenz gefährlich hoch. Abregelung abgeschlossen. Wo bist du? Oder ist es noch zu, weil hier oben Dämonen sind jetzt? Mann. So, kriegen wir mit der Rüstung. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe da hinten noch welche gehört und da schludert bestimmt auch noch irgendwas rum, aber ich gucke mich jetzt erstmal hier so ein bisschen um. Oh. Ein Dämonennest. Komisch, ich verstehe das immer noch nicht mit dieser Herausforderung. Das nehmen wir gleich. Hier ist doch noch irgendwas. Oder ist das das Nest? Okay, hier unten ist es auf jeden Fall. Guck ich mich nochmal oben an, um. Solange hier alles ein bisschen ruhig ist. So der zuständige Sicherheitsoffizier gewesen. Dinger mal abgehen hier, ne? Die Gegenstände. So, ich glaube, das war der Bereich.
Unter uns ist noch irgendwas. Aber ansonsten haben wir ihn jetzt erkundet, wie es aussieht. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um die Kollegen da. Hier ist nichts mehr. Ne? Nee, dann. Los geht's! Berserker! Okay, das war's mit Berserker. Habe ich nicht? Nee. Jetzt aber... Wieder so ein Kollege, na geil. Jetzt wird es ein bisschen heftiger hier. Konzentrieren, konzentrieren. Ihn auch noch. Kopf verloren, tut mir aber leid. Dämonenpräsenz eliminiert. Abriegelung aufgehoben. So, Abriegelung aufgehoben. Das heißt vielleicht, dass da oben auch die Abriegelungen da neben den, also nicht direkt die Klos, aber man weiß schon, ne, wo. Dass die da vielleicht auch aufgehoben ist. Wir gehen mal gucken. Wir luren mal. Wo war denn das? Das ist, glaube ich, komplett die falsche Richtung. Gibt's aber Muni. Da, ne? Oder ist es zu hier? Och, nö. Echt jetzt? Ah, das ist ja gemein. Das ist echt gemein. Ich will doch da wieder zurück. Toll. Ja, dann hat sich das anscheinend erledigt, dieses Secret. Da muss man wahrscheinlich irgendwas vorher machen. Ich versuche mir das auch mal ein bisschen zu merken, wo solche Deadlocks drin sind. Also ich vermute, dass es Deadlocks sind. Das heißt, dass man nicht mehr wieder zurück kann. Ja. Ist hier noch nicht lang gegangen? Da kommt man nicht durch, ne? Ne, sehr robustes Glas. Das ist eine Rüstung.
sonst nichts von einem Hebel oder ähnlichem zu sehen. Na gut, dann müssen wir einmal hier rum und dann hinten links. Rechts. Dann. Hier.